Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Seit einigen Wochen erhalte ich auf Twitch, aber auch über meinen anderen Kanäle immer wieder Nachrichten von Usern, die frisch gescammt wurden. Im Moment scheint wohl wieder irgendwas rumzugehen. Und da ich mir zum Beispiel im Stream immer wieder in den Mund fusselig rede, was man dagegen machen kann, wie man überprüfen kann, ob man gescammt wurde, wie man sich davor schützen kann, bla bla bla, dachte ich mir, ich mache das geschwind einfach in Videoform und kann dann darauf verweisen. Also, Skinbaron-Intro. Grim, what is your problem? Und direkt Punkt Nummer 1, wie kannst du herausfinden, ob du im Moment gescammt wirst oder gescammt wurdest und es vielleicht noch gar nicht gemerkt hast? Der Scamweg Nummer 1 scheint im Moment der API-Scam zu sein. Jemand kann dann über einen angelegten API-Key auf deinen Steam-Account zugreifen, Trades verändern und so weiter und so fort. So werden sehr viele Leute im Moment einfach leergeräumt. Du als User kannst bei Steam selbst überprüfen oder nachschauen, ob es aktuell API-Keys für deinen Account gibt. Das geht über diesen Link, steamcommunity.com/dev/API-Key. Das ist einfach eine Übersicht deiner aktuell bestehenden API-Keys. Um auf diese Seite zu kommen, musst du in dem Browser, den du benutzt, angemeldet sein. Ich mache das auch aus Sicherheitsgründen über den Spielbrowser selbst, also über den Steam-Browser. Ich bin in CS2 drin, drücke dann meine Freundes- oder Social-Taste oder wie auch immer halt die Taste, mit der man dann die ganze Geschichte eröffnen kann. Das ist, glaube ich, Shift und Tab. Von den Default-Einstellungen her, ich habe mir das auf Numpad Minus gelegt. Der Browser ist übrigens hier. Wenn ihr das Ganze in eurem Webbrowser eingebt, indem ihr im besten Fall nicht auf Steam angemeldet seid, kommt diese Seite hier. Hier verlangt Steam selbst den Login, weil ich ja gerade nicht angemeldet bin. Kommen wir aber zurück zum Nutzen dieser Seite. Hier wird angezeigt, welche API-Keys aktuell für meinen Main-Steam-Account, mit dem ich eingeloggt bin, erstellt wurden. Hier ist kein einziger API-Key drin, es gibt also keinen Zugriff von außen auf meinen Account. Bei euch könnten hier API-Keys drinstehen, die noch nicht mal schlimm sind, zum Beispiel von Inventory-Helpern oder anderen Geschichten, die auf euren Steam-Account zugreifen wollen und es dürfen, weil ihr es ihnen erlaubt habt. Es muss sich hier also nicht zwangsläufig um Scams halten, nur weil ihr API-Keys drinstehen. Wichtig ist aber, dass ihr diese Keys kennt. Sobald ihr euch nicht zu 100% sicher seid, dass der bei euch angezeigte Key ein Key ist, den ihr selbst erstellt habt, also irgendeinen Zugriff, den ihr erlaubt habt, dann löscht sofort alles raus. Denn über die API-Schnittstelle kann man, wie gesagt, auf euren Steam-Account zugreifen und zum Beispiel auch Trades verändern oder Trades verschicken und euren Account leerräumen. Darum sieht das, wie gesagt, im besten Fall so aus wie bei mir. Hier sind gar keine Keys drin. Nichts hat Zugriff auf meinen Account. Tipp Nummer 2. Wenn ihr auf Seiten wie die Steam-Seite selbst, steamcommunity.com geht, dann gebt die Sache händisch ein. Klickt nicht auf irgendwelche Links. Und das ist wirklich ein Riesentipp, weil die meisten Leute werden gescammt, weil sie auf irgendwelche Links klicken. Vor allem Links, die du über Steam geschickt bekommst. Auch wenn das ein Mate ist von dir, aus dem echten Leben, den du seit 12 Jahren kennst, vollkommen egal, er wurde vielleicht gehackt und schickt dir deswegen einen Link, der ungefähr so aussieht wie steamcommunity.com, aber doch irgendwo einen Schreibfehler hat. Natürlich gibt es alle möglichen anderen Links, auch zu Skinbaron, zu irgendwelchen anderen Seiten, auf denen du dich mit Steam einloggen kannst, die gefälscht sein können. Dann kommst du auf eine Phishing-Seite, die so aussieht wie die Seite, auf die du eigentlich gehen möchtest, aber es ist nicht die Seite, auf die du gehen möchtest. Das heißt, Links solltet ihr grundsätzlich von Hand eingeben, überprüfen, skinbaron.de, alles richtig geschrieben, yes und rein da. Erst dann solltet ihr auf die Seiten gehen. Natürlich kann man dann auf der Seite selbst auch nochmal gucken, ob die Links alle richtig funktionieren, ob hier unten Support, FAQ und so weiter, das Impressum und Pipapo, ob das alles stimmt und passt. Weil auf den meisten Phishing-Seiten solche Links halt dann nicht hinterlegt sind. Du kommst dann auf eine Seite, die es nicht gibt oder es ist gar nicht anklickbar. Aber bereits der richtige Link sorgt natürlich für eine gewisse Sicherheit. Ich werde euch zum Beispiel auch diesen Link, diesen steamcommunity.com/dev/API-Key-Link in die Videobeschreibung reinpacken. Natürlich könnte mein Steam oder vor allem YouTube-Account ja auch irgendwie gehackt sein und dann ist es irgendein Scammer, der irgendwas macht. Da müsst ihr halt auch wirklich aufpassen. Diese Seite hier ist von Steam selbst. Ihr könnt auch das hier mal wegnehmen und einfach nur mal hier reinlesen. Hier ist die API-Documentation von Steam selbst eben. Unter anderem auch der Tipp, dass ihr grundsätzlich auf diese Logins drücken solltet und nicht auf irgendwas anderes. Das ist, wie gesagt, von Steam selbst, diese Seite. Wenn man das noch weiter verkürzt, kommt man wieder auf die offizielle Seite. Nichtsdestotrotz gibt es genug Fake-Streamer, zum Beispiel jemand, der sich als Shroud ausgibt, der nimmt dann einfach Live-Gameplay von Shroud, lädt sich's runter und streamt die ganze Sache und man glaubt, man ist in einem Stream von Shroud, auch mit Hunderten oder Tausenden von Zuschauern, aber es ist nicht echt. Und dort gibt es natürlich auch sehr viele Scam-Links, die dann halt beworben werden und alle denken sich, ja, hier sind Tausende von Leuten, natürlich ist es der echte Shroud, ich klicke mal drauf und schon bist du gescammt. Das ist eigentlich noch ein Ticken schlimmer als die Steam-Nachrichten selbst. Klar, auf Steam ist es auch fies. Wenn dein Mate, den du seit 1000 Jahren kennst, dir was schickt, dann denkst du da meist nicht großartig drüber nach und klickst einfach drauf. Macht das nicht. Seid immer skeptisch. Lest euch den Link genau durch. Fragt nach, was ist denn das und wohin führt denn das und so weiter und so fort. Und versucht sogar, vielleicht über Fragen, die nur euer Kollege beantworten kann, herauszufinden, ist das überhaupt mein Kollege. Vor nicht allzu langer Zeit wurde einer meiner besten Freunde, Wallen, gehackt. Und sein Hack sah so aus, dass derjenige, der Zugriff auf seinen
Account hatte, nichts mit den Skins gemacht hat, aber an alle seine Freunde aus seiner gesamten Freundesliste, sowie auch diese ganzen E-Mail-Scams, dann einen Link geschickt hat, an alle Freunde, auch an mich. Da das aber ein sehr dämlicher Scammer war, konnte man direkt am Link erkennen, dass es Steam Community war, nur falsch geschrieben. Steam Komumumpu oder irgendwie sowas. Also irgendwo ein kleiner Buchstabendreher oder ein doppelter Buchstabe, der vielleicht nicht so schnell auffällt. Und du klickst drauf und schon bist du genudelt. Im schlimmsten Fall. Es gibt Webseiten, sogenannte Link-Checker, auf denen du einfach einen Link kopieren und eingeben kannst. Und dann zeigt dir der Link-Checker, wohin der Link führt. Ist es irgendwie schon gemeldet worden? Malware, bla bla bla, was weiß ich. Also du kannst Links auch einfach überprüfen lassen online. Punkt Nummer 3, auch ganz wichtig. Wie logge ich mich richtig auf externen Seiten ein? Wenn ich auf skinbaron.de gehen möchte, über meinen normalen Webbrowser wohlgemerkt, nicht über den Steam-Browser, dann erscheint ja diese Seite, dass ich mich anmelden soll. Wenn ihr euch jetzt hier angebt und es ist eine gerippte Seite, eine Phishing-Seite, dann gebt ihr den Hackern da schon mal euren Steam-Account und euer Passwort. Ihr solltet euch also nie einfach hier über so eine Anmeldeaufforderung von einer fremden Seite anmelden. Ihr geht immer zuerst auf steamcommunity.com. Ausschreiben, überprüfen, habe ich es richtig geschrieben? Dann drückt ihr hier auf Sign-In und loggt euch dann über die offizielle Seite ein. Ist schon praktisch die halbe Miete. So, und jetzt, wo ich mich hier angemeldet habe mit meinem zweiten Account wiederum, gehe ich auf skinbaron.de und dann drücke ich, wie man es ja vorhin schon kurz gesehen hat, auf dieses Ding hier. Das ist übrigens das gleiche. Also das führt zum gleichen Link. Die ganze Fläche, auch das hier. Ich klicke jetzt aber hier drauf, so wie mir Steam ja selbst in seiner API-Documentation sagt. Und dann seht ihr Folgendes. Ich bin ja jetzt bereits eingeloggt und der Browser erkennt, dass ich als Frau und als Besucher hier drin bin. Ich kann also einfach auf Sign-In drücken und muss hier nicht mehr meine Steam-Daten eingeben, sondern logge mich einfach direkt über meinen bereits eingeloggten Steam-Account ein. So solltet ihr mit jedem Steam-Login in eurem Webbrowser umgehen. Und lasst, wie gesagt, auch im besten Fall nicht zu, dass irgendeine Seite den API-Key bei euch hinterlegt. Und falls doch, seid euch sicher, dass die Seite eine richtige Seite ist. Auch Trustpilot-Dinger können natürlich gerickt sein, aber es gibt so viele Seiten, da steht da Trustpilot oder sonst irgendwie was und du klickst dann drauf und dann kommt halt nichts. Eine Seite, die nicht aufgelöst werden kann oder nicht angezeigt werden kann. Solche Links und Weiterleitungen sind alles Indikatoren für den gewieften Herausfinderich, ob da wirklich alles clean ist. So, und nochmal zum Ende eine kurze Zusammenfassung. Schaut, ob ihr Steam-API-Keys bei euch aktuell gemeldet habt. Sind die von euch erstellt? Wenn ja, alles gut. Wenn nein, rauslöschen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, rauslöschen. Drückt niemals auf irgendeinen Link, vor allem nicht auf Links, die ihr über Steam bekommt. Der Steam-Support schreibt euch übrigens auch nicht in irgendeiner privaten Nachricht an. Wenn sich der Support irgendwie bei dir meldet oder irgendwas bei deinem Account ist, siehst du, das hatte ich gerade vor kurzem bei meinem dritten Account, hier meistens eine Nachricht in Gelb oder Rot oder irgendwas und da steht dann drin, was los ist. Die schreiben dir keinen privaten Chat und sagen, hey, wie war nochmal dein Passwort? Und falls euch jemand anschreibt, ein vermeintlicher Steam-Support, und ihr seid euch nicht sicher, weil ihr vielleicht euch tatsächlich davor auch beim Support gemeldet habt, dann fragt halt nach. Ich habe mit Steam schon einige Tickets umhergeschrieben und die sind in Steam selbst, in so einem Ticketsystem und nicht hier in den Privatnachrichten. Und lasst euch, wie gesagt, auch nicht von irgendwelchen Phishing-Seiten verarschen. Geht auf die offiziellen Seiten und wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt nach, fragt einen Kollegen, erkundigt euch. Passt einfach ein bisschen auf, weil diese Nachrichten von Leuten, die halt dann rumkommen und sagen, ey, scheiße, Mann, ich wurde gehackt, es ist zwar nicht viel, es waren jetzt irgendwie, was weiß ich, 100 Euro an Skins, 50 Euro an Skins, aber die lagen mir trotzdem am Herzen, mein Steam-Account liegt mir am Herzen, das ist ganz klar. Ja, das ist einfach scheiße, wirklich scheiße. Die Accounts bekommen die Leute meistens zurück, also den vollen Zugriff darauf, aber Skins, die in diesem Zeitraum halt verschwinden, ich habe noch von keinem gehört, der seine Skins zurückbekommen hat. Also, gebt Acht auf euch in eure Accounts und denkt lieber eine Minute länger über einen Link nach, überprüft ganz genau und guckt, wie ist der geschrieben, bevor ihr einfach irgendwo draufklickt. Wir sehen uns dann heute Abend, also sogar bald, im Livestream ab 18 Uhr. Ab dieser Woche startet übrigens wieder unser neues Knife-Giveaway. Das hier ist das aktuelle Knifflchen, das rausgeht auf Twitch. Gerne vorbeikommen und mitmachen. Im Kern muss man eigentlich nur zuschauen und unsere Streamwährung sammeln. Je länger man da ist, desto mehr hat man und mit dieser Streamwährung kann man sich dann Tickets fürs Knife holen. Und auch hier noch ein Mini-Disclaimer. Ich frage euch nie nach irgendwelchen Steam-Credentials. Also nicht nach eurem Namen, nach eurem Passwort. Das Einzige, was ich von euch immer wieder erfrage, ist der Trade-Link. Und der ist ja mitunter bei vielen sowieso öffentlich. Damit ich euch die Skins schicken kann, die ihr bei mir gewinnt. Wollte ich nur nochmal geschwind erwähnt haben. So, Dille, gut. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann, wie gesagt, gleich im Livestream. Haut da rein und bis dann. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Messe.